Freundinnen und Freunde der Astrologie, im November ändert sich die Energie spürbar. Die Bewegung geht jetzt wieder Richtung Vorwärts. Merkur, Mars und auch Neptun werden wieder direktläufig. Außerdem erscheint der Vollmond am 30. November als partielle Mondfinsternis. Es ist also einiges los am Himmel. Und was das für die 12 Sternzeichen bedeutet, darum geht's in diesem Beitrag. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast mit den Tendenzen für den November 2020. Diesmal steigen wir ein mit dem Vollmond zu Halloween am 31. Oktober, der einen fulminanten und hochenergetischen Auftakt für die November-Konstellationen bildet. Die Timecodes für die Deutung der einzelnen Sternzeichen findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Aber bleibt noch bei mir, denn ich habe noch ganz wichtige Nachrichten vom Kosmos für euch. Die wichtigste ist natürlich, dass am 14. November der Mars wieder direktläufig wird. Wir stecken jetzt noch in der heißesten Phase des Mars-Transits und durch den Richtungswechsel entwickelt er auch im November nochmal ordentlich Power. Wir merken das im Moment vor allem an dem Geschehen in der Corona-Krise, in der wir zurzeit eine Beschleunigung und Intensivierung erleben. Das liegt daran, dass der Mars im Oktober vergleichbare Aspekte zu denen im März und April gebildet hat. Damals habe ich ja davon gesprochen, dass der Mars wie eine Art Brandbeschleuniger gewirkt hat. Und genau wie im März hatten wir auch noch gleichzeitig eine Phase mit dem rückläufigen Merkur, wodurch bei politischen und gesundheitlichen Entscheidungen viel Chaos herrschte. Also, da stecken wir im Moment noch drin, aber Besserung ist in Sicht. Am 3. November wird der Merkur wieder direktläufig. Das wird sicher helfen, vernünftiger und organisierter vorzugehen. Und am 14. dann eben auch der Mars. Und damit fallen die schärfsten Spannungsaspekte mit Mars weg. Allerdings greift dann die Venus diese Aspekte nochmal auf. Bis zum 20. November bleibt es also noch kritisch, dann tritt allmählich Entspannung ein. Der Mars bildet noch weitere Stressaspekte im Dezember, Januar und Februar, aber die Brandbeschleuniger-Aspekte, die sind dann vorbei. Wir werden noch eine Weile damit beschäftigt sein, das wieder aufgeflammte Feuer zu löschen, um bei dem Bild zu bleiben, und das wird vermutlich noch bis März nächsten Jahres dauern. Deswegen müssen wir im Moment weiterhin besonnen bleiben und dürfen uns nicht panisch machen lassen. Dabei hilft uns der sanfte Neptun, der am 29. November wieder direktläufig wird, nachdem er einige Monate im Rückwärtsgang war. Das stärkt allen den Rücken, die spirituell arbeiten und an die Kraft der Liebe glauben. Deshalb sehe ich dann doch mit einiger Zuversicht in den November, der eine Wende zum Besseren bringen kann. Soweit der kosmische Überblick. Auch im November gibt es wieder eine Verlosung und diesmal könnt ihr, passend zum anstehenden Jahreswechsel, eine persönliche Jahresvorschau als PDF gewinnen. Wie ihr bei der Verlosung mitmachen und gewinnen könnt und was es sonst noch Neues von mir gibt, erfahrt ihr dann im Serviceteil am Ende des Videos. Und hier ist meine Gewinnerin aus der Verlosung im Oktober. Ein Exemplar meines neuen Antonias Sternekalenders geht an Angel Eye. Herzlichen Glückwunsch! Bitte schreib mir eine E-Mail an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse mit deiner Postadresse, damit ich dir den Kalender zuschicken kann. Übrigens, das schöne Bild für die Novemberstimmung mit der Eule, das haben wir aus dem Kalender genommen. Es ziert dort auch den Monat November. Bevor wir mit der Sternzeichendeutung loslegen, hier noch ein kurzer Hinweis. Aufgrund der Produktion des Jahrbuchs und der Jahreshoroskope schaffe ich es im Moment leider zeitlich nicht, ausführliche Videos zum Mondzyklus zu produzieren. Dafür mache ich aber häufiger Livestreams zu Neumond und zu Vollmond, das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Darin deute ich dann auch die Konstellationen der Mondphasen und stelle sie euch auch als Video zur Verfügung. Deshalb schaut doch da mal rein, wenn ihr den Mondzyklus vermisst. Ich habe da auch jeweils in den Timecodes vermerkt, wann ich über die Konstellationen spreche. Die nächste Mondzyklusdeutung gibt es dann in meinem Livestream am 30. Oktober zum Halloween-Vollmond. Jetzt kommen wir zu den einzelnen Sternzeichen im November und wir beginnen wie immer mit den Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Hallo, ihr fabelhaften Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Nicht mehr lange, dann wird der Mars wieder direktläufig, nämlich am 14. November. Und dann geht vieles wieder in den Vorwärtsgang.
Wie ist es euch denn so ergangen in den letzten Wochen? Ich habe beobachtet, dass viele Widdergeborene durchaus mehr Kraft hatten als sonst, weil der Mars sie mit viel Energie aufgeladen hat. Aber sie waren gleichzeitig auch extrem stark gefordert, bis an ihre Grenzen zu gehen, vor allem wenn sie mit Steinbockgeborenen, Krebsen oder Wagen zu tun hatten. Ihr könnt mir gerne mal hier zurückmelden, wie ihr klargekommen seid. Wir starten mit recht angespannten Aspekten in den Monat. Der Vollmond zu Halloween am 31. Oktober im Stier hat es in sich. Für euch sagt er aus, dass ihr euch finanziell nicht zu weit aus dem Fenster lehnen solltet. Ein vermeintliches Schnäppchen oder eine tolle spekulative Gelegenheit können sich als trügerisch erweisen. Es könnte auch passieren, dass ihr über das Wochenende plötzlich Überstunden schieben sollt oder dass andere Einschränkungen eure Freizeit beeinträchtigen. Halloween-Feten dürfte es kaum geben oder wenn, dann nur im ganz kleinen Kreis. Die Mars-Spannungen lassen dann aber bis Mitte des Monats spürbar nach und ihr habt den Kopf wieder frei für Privates, ohne dass man sich dauernd in euer Leben einmischt. Das ist schön, denn Partnerschaftsthemen sind diesen Monat für euch großgeschrieben. Liebesgöttin Venus aktiviert bis zum 21. November euer Partnerhaus. Das ist wunderbar für Geselligkeit, Kontakte und zum Kennenlernen neuer Leute. Allerdings sind die Aspekte anfangs noch heikel mit Chiron und so kann es sein, dass Beziehungsthemen auch problematisch sind, aber verbunden mit der Chance, etwas zu heilen. Vielleicht begegnet ihr auch jemanden, der oder die ganz unabsichtlich einen wunden Punkt bei euch berührt. Das tut vielleicht weh, kann euch aber auch wertvolle Einsichten in eure Beziehungsmuster bringen. Ab dem 3. November ist der Merkur wieder direktläufig. Dann stehen euch zumindest keine Missverständnisse mehr im Weg. Besonders leidenschaftlich sind die Tage vom 5. bis zum 14. November. Da stehen sich nämlich hier Mars und Venus gegenüber und das bei euch auf der Beziehungsachse. Für Singles kann sich in dieser Zeit ein intensiver Flirt anbahnen. Der 14. November ist dann ein großer Wendepunkt für euch, weil dann der Mars wieder direktläufig wird. Danach kommen Prozesse, die festgefahren waren, allmählich wieder in Gang. Das kann sogar ziemlich schnell gehen und vielleicht habt ihr plötzlich richtig viel zu tun. Da solltet ihr dann auch nicht zögern und loslegen, wenn sich für euch, vor allem beruflich, Gelegenheiten und Chancen ergeben. Allerdings solltet ihr euch trotzdem auch Zeit für Partner und Familie nehmen, denn für die fest liierten Widder stehen die Sterne recht harmonisch und produktiv. Der Neumond am 15. November aktiviert eure verbindlichen und festen Beziehungen. Deshalb denkt ihr vielleicht über gemeinsame Vorhaben für die Zukunft nach. Auch für finanzielle Projekte und Finanzpartnerschaften ist das ein guter Neumond, der sich als Startpunkt für neue berufliche Projekte eignet. Gegebenenfalls solltet ihr bei wichtigen beruflichen Entscheidungen ruhig auch die Lebenspartnerin oder Lebenspartner mit einbeziehen, denn sie können euch wertvolle Impulse geben und stärken euch den Rücken. Das alles bezieht sich aber nur auf Verbindungen, die bereits sich bewährt haben und auf Menschen, denen ihr vertrauen könnt. Die Zeit ist nicht günstig, also etwa der 10. bis 20., um mit jemandem, den ihr noch nicht so gut kennt oder mit dem ihr gerade erst eine Verbindung angefangen habt, gleich finanzielle Verpflichtungen einzugehen. Im Gegenteil, davor warnen die Sterne eben in der Zeit vom 10. bis 20. November sogar ausdrücklich. Am 21. November zieht die Venus weiter in den Skorpion. Das stärkt eure festen Beziehungen, kann aber auch eine gewisse Neigung zur Eifersucht anzeigen. Also gebt eurem Schatz keinen Grund, an eurer Treue zu zweifeln. Aufpassen müsst ihr vor allem, wenn es auf den Vollmond am 30. November zugeht. Wenn es wirklich ein Treue-Thema oder ein anderes Problem bei euch gibt, kann es rund um diesen Vollmond, der auch eine Mondfinsternis ist, zu einer Distanzierung oder sogar zum Bruch kommen. Allerdings wohl nur, wenn vorher schon etwas im Argen lag. Die Zeit zwischen dem 20. und 30. November ist auch ungünstig für Spekulationen oder zum Geldverleihen. Davon abgesehen beginnt aber am 21. November eine starke und vorteilhafte Phase für euch. Dann wechselt nämlich abends um 21.39 Uhr die Sonne ins Zeichen Schütze. Das bringt euch Energie, Tatendrang und Enthusiasmus, und zwar sowohl beruflich wie auch gesundheitlich. Und dann dürftet ihr bis Mitte Dezember einen richtig guten Lauf haben.
Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. In eurem Horoskop prickelt es ganz gewaltig. Besonders wenn ihr im April geboren seid, könnt ihr bestimmt rund um den Vollmond zu Halloween am 31. Oktober kaum schlafen. Denn der Vollmond aktiviert Uranus und Lilith und die stehen bei euch im Zeichen und außerdem auch die ganze Beziehungsachse. Das kann alle möglichen Aufregungen rund um Liebe, Beziehungen und Partnerschaft anzeigen. Im besten Falle einen spannenden neuen Flirt. Oder wenn ihr in einer festen Beziehung seid, probiert ihr vielleicht gemeinsam neue Dinge aus, die ihr noch nie zuvor gemacht habt. Wenn allerdings in euren Beziehungen etwas im Argen liegt, können sich nun Spannungen entladen und zu einer Distanzierung führen. Die übrigen Stiergeborenen haben harmonischere Aspekte, aber die Energie des Vollmonds wird sich bestimmt auf alle von euch auswirken. Am 3. November wird der Merkur wieder direktläufig. Das werdet ihr vor allem am Arbeitsplatz als Erleichterung wahrnehmen. Ansonsten halten die schlaflosen Konstellationen ungefähr noch eine weitere Woche an und es wäre wirklich schön, wenn ihr mit einem Liebespartner einfach mal eine Nacht durchmachen könntet. Alleinstehende Stiere sollten diese Energie in ihre Kreativität umlenken und schauen, dass sie sich Zeit für ein Herzensprojekt nehmen. Bis Mitte des Monats solltet ihr auch gut auf eure Gesundheit Acht geben. Euer Immunsystem könnte schwächeln. Auch eine schwierige Beziehungssituation kann euch auf die Gesundheit schlagen. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr euch Zeit für Beziehungsfragen nehmt. Menschen, die euch wichtig sind, wünschen sich intensive Gespräche und Aufmerksamkeit von euch und geben sich nicht damit zufrieden, wenn ihr kurz angebunden seid oder euch nicht richtig auf heikle Themen einlasst. Das gilt besonders für den Neumond am 15. November, denn der fällt bei euch ins Partnerhaus. Er bringt die Gelegenheit, in einer Beziehungsangelegenheit einen Neustart hinzulegen und gemeinsam eine Transformation zu vollziehen. Dass es ab dem Neumond wieder vorwärts gehen kann, liegt auch daran, dass am 14. November endlich der Mars wieder direktläufig wird. Vielleicht spürt ihr das erstmal gar nicht so direkt, denn der Mars steht beim Stierkollektiv im versteckten 12. Haus. Es sei denn, ihr habt Planeten im Widder, dann werdet ihr deutlich merken, dass es jetzt wieder vorangeht. Ihr merkt das aber auch an anderen Menschen, mit denen ihr zu tun habt. Blockaden scheinen sich aufzulösen, Widerstände werden weniger. Beruflich sind die Konstellationen im November übrigens günstig. Die April-Stiere sind sehr originell und haben viele Einfälle. Für euch ist es nur wichtig, dass ihr am Ball bleibt und euch nicht verzettelt. Stiere der zweiten und dritten Dekade sind fantasievoll und haben gute Pläne, an deren Umsetzung sie fleißig arbeiten. Zwischen dem 13. und dem 20. raten euch die Sterne allerdings davon ab, große Geldsummen zu bewegen oder Schulden aufzunehmen. Am Arbeitsplatz kann es in dieser Zeit Stress um die Bewertung eurer Arbeit oder die von Kollegen geben. Falls ihr eine Beschwerde habt, wartet lieber das Ende dieser Phase ab. Am 21. November geht die Sonne spätabends in den Schützen und aktiviert den Bereich eurer Verbindlichkeiten und auch eurer festen Beziehungen. Gleichzeitig geht die Venus in den Skorpion. Das weckt die Liebe und die Sinnlichkeit in euren Partnerschaften. Bis zum Monatsende geht dann nochmal viel Energie in Liebes- und Beziehungsfragen und auch in heiße Flirts. Dabei kann es Auseinandersetzungen drum geben, wer wie viel Freiraum bekommt. Normalerweise seid ihr ja selbst recht besitzergreifend, aber mit der Lilith in eurem Zeichen erlebt ihr nun vielleicht, dass euer Gegenüber Ansprüche auf euch anmeldet, die euch zu viel sind. Das kann auch für Freundschaften und sogar Geschäftspartnerschaften gelten. Auf jeden Fall seid ihr geneigt, einen Bruch zu riskieren, falls man zu viel Druck auf euch ausübt. Vor allem, wenn es auf den Vollmond mit der Mondfinsternis am 30. November zugeht, neigt ihr zu einer irrationalen Einschätzung oder auch zu Ängsten, wenn es um euren Besitz oder euren Selbstwert geht. Vielleicht fühlt ihr euch nicht genug wertgeschätzt. Vielleicht solltet ihr aber auch eurem Partner oder Businesspartner mehr Wertschätzung entgegenbringen. Gleichzeitig habt ihr aber im letzten Monatsdrittel ausgezeichnete Sterne, um zu verhandeln und gute Abschlüsse zu erzielen. Deswegen solltet ihr am besten nicht spontan eurem ersten Impuls folgen und eine Sache abbrechen, wenn ihr nicht zufrieden seid, sondern lieber in Ruhe nochmal drüber nachdenken. Wenn ihr euch nicht zu sehr von euren Emotionen leiten lasst, sondern die Angelegenheit sachlich betrachtet, könnt ihr nämlich zu einer Einigung kommen, die für alle Beteiligten nützlich und wertvoll ist.
Hallo, ihr zauberhaften Zwillinge und Zwillinge-Aszendenten. Für euch sind die Konstellationen sowohl in der Liebe als auch beruflich und gesundheitlich ziemlich spannend in diesem Monat. Ihr solltet euch auf jeden Fall vornehmen, euch mal was Gutes zu tun. Entweder ihr nehmt euch Zeit, euch gemeinsam mit dem Liebsten zu vergnügen, falls ihr einen Liebespartner habt, oder ihr widmet euch sportlichen oder kreativen Hobbys, bei denen ihr vielleicht auch nette Leute trefft. Natürlich im Rahmen der im Moment immer noch geltenden gesundheitlichen Vorsichtsmaßnahmen. Und die solltet ihr wirklich einhalten, denn das Thema Gesundheit ist ein bisschen heikel bei euch diesen Monat. Der Vollmond zu Halloween am 31. Oktober kann euch verführen, zu feiern und gesundheitliche Risiken einzugehen, wovon die Sterne allerdings dringend abraten. Zumindest in der ersten Monatshälfte ist die Gefahr tatsächlich erhöht, dass ihr euch eine unerwünschte Infektion einfangt. Auch eure Nerven sind weiterhin angespannt und gleichzeitig angeregt, deshalb müsst ihr zwischendurch mal runterfahren, abschalten und zur Ruhe kommen. Es kann auf keinen Fall schaden, wenn ihr euch zurückhaltet und vorsichtig seid. Ihr werdet trotzdem Mittel und Wege finden, euch zu amüsieren, da bin ich mir sicher. Liebesgöttin Venus steht so günstig für euch, dass euch bestimmt nicht langweilig wird und ihr sämtliche Möglichkeiten der Kommunikation nutzt, um mit netten Leuten in Kontakt zu sein. Und dabei hilft euch auch sehr, dass ab dem 3. November der Merkur wieder direktläufig ist. Dann fallen zumindest Schwierigkeiten durch technische Fehler und Missverständnisse weg. Beruflich verspricht der November recht günstige Tendenzen. Wenn ihr öfter mit unklaren Entscheidungen seitens eurer Firma zu tun habt oder mit Vorgesetzten, die nicht wissen, was sie wollen, dann sollte das im November besser werden. Es wird klarer kommuniziert und ihr versteht den Chef oder die Chefin besser oder diese euch. Auf jeden Fall solltet ihr recht gut vorankommen. Dabei hilft natürlich sehr, dass der Mars am 14. November endlich wieder direktläufig wird. So könnt ihr vielleicht zum Neumond am 15. November ein neues berufliches Projekt starten oder gemeinsam mit Kollegen und Vorgesetzten eine gute Teamentscheidung fällen, die euch alle nach vorne bringt. Falls ihr gesundheitlich Probleme habt, eignet sich dieser Neumond gut, um herauszufinden, was im Argen liegt und neue Schritte zur Heilung einzuleiten. Für eure Liebesbeziehungen gibt es einen etwas heiklen Aspekt zwischen dem 13. und 20. November. Eure Wünsche und Bedürfnisse scheinen nicht mit eurem Budget zusammenzupassen. Wenn ihr einen festen Partner habt, solltet ihr auf finanzielle Alleingänge für Hobbys oder Spaßprojekte verzichten. Sprecht euch lieber mit eurem Schatz ab. Möglich auch, dass ihr einen neuen Flirt mit irgendeiner teuren Sache beeindrucken wollt. Das kann aber finanziell nach hinten losgehen, also Vorsicht. Wenn es ganz ungünstig läuft, kann der Aspekt auch Konflikte anzeigen, weil ihr fremd geflirtet habt, obwohl ihr festgebunden seid. Also schaut einfach, dass ihr euch da ein bisschen zurückhaltet, damit kein Porzellan zerschlagen wird. Am 21. November, spätabends, wandert die Sonne dieses Jahr in den Schützen und aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen beim Zwillinge-Kollektiv den Partnerbereich und damit auch den Schicksalsanzeiger Mondknoten. Die Schütze-Saison ist also für euch eine Zeit, in der die Chance, jemand ganz Besonderes zu treffen, stark erhöht ist. Das kann auch jemand sein, mit dem ihr in der Vergangenheit schon mal zu tun hattet. Singles können sogar auf ihren Seelenpartner treffen. Und wenn ihr schon liiert seid, kann es ein Mensch sein, der auf andere Weise für euch wichtig wird oder für den ihr wichtig werdet, zum Beispiel beruflich oder gesellschaftlich. Ebenfalls am 21. November geht die Venus in den Skorpion und aktiviert dadurch eure Heilerachse. Die letzten 10 Tage des Novembers können sehr inspirierend für euch sein, falls ihr auf der Suche nach Heilung für ein gesundheitliches Problem seid. Ihr solltet dann auch auf eure Träume achten. Vielleicht erhaltet ihr da besondere Botschaften. Möglich auch, dass ihr euch in jemanden aus dem Gesundheitswesen verliebt. Der Vollmond mit der Mondfinsternis am 30. November in den Zwillingen fällt auf eure Beziehungsachse und aktiviert auch nochmal das Seelenpartner-Thema. Die Konstellationen weisen aber auch darauf hin, dass die Menschen, mit denen ihr zu tun habt, emotional sehr empfindlich sind, vielleicht auch ihr selbst. Falsche Erwartungen oder Enttäuschungen würden dann viel zerstören. Achtet deshalb bei wichtigen Begegnungen darauf, euch wahrhaftig und authentisch zu zeigen.
Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Für euch stehen anfangs noch ein paar Spannungen in den Sternen, aber im Laufe des Monats sollten sich einige Probleme zu euren Gunsten lösen lassen. Der Vollmond zu Halloween am 31. Oktober steht sehr anregend für euch, besonders für Liebesangelegenheiten und Freundschaften. Zu Halloween könnte sich für euch vielleicht eine Party im kleinsten Kreis mit ein paar besonders interessanten Menschen ergeben, die ihr vielleicht sogar gerade erst kennengelernt habt. Wenn ihr euch dabei sicher fühlt, kann das sehr inspirierend für euch werden. Die Lilith steht ja jetzt in eurem Freundschaftshaus. Das kann auch ein Hinweis darauf sein, dass ihr Halloween ganz spirituell mit ein paar magischen Frauen, vielleicht sogar in der Natur, feiern wollt. Jedenfalls würden eure Sterne das unterstützen. Und wenn ihr alleinstehend seid und nicht schlafen könnt, solltet ihr diesen Vollmond für ein besonderes Ritual zu Samhain nutzen, also dem alten Göttinnenfest, das Halloween und Allerheiligen zugrunde liegt. Im Alltag kann es zu Beginn des Monats noch einige Spannungen geben. Familienmitglieder und Partner scheinen sich nicht immer einig zu sein oder man missversteht sich einfach. Vielleicht gibt es auch Konflikte wegen einer beruflichen Angelegenheit. Vielleicht müsst ihr übers Wochenende arbeiten oder etwas Berufliches beschäftigt euch so sehr, dass es zu Lasten des Familienlebens geht. Doch am 3. November wird der Merkur direktläufig und dann reden alle nicht mehr so aneinander vorbei und ihr könnt vielleicht eine gemeinsame Strategie entwickeln. Eure Vitalität ist gut, also wenn es Probleme gibt, könnt ihr euch auch einfach mal in den Sport flüchten oder etwas anderes machen, was euch stärkt und zum Wohlgefühl beiträgt, besonders in der ersten Monatshälfte. Es gibt noch eine heikle Phase, besonders für die Juli-Krebse, vom 13. bis 20. November. Da scheint es in der Familie ums Geld zu gehen. Vielleicht würdet ihr euch gerne was Schönes für euer Heim anschaffen, aber euer Schatz ist dagegen. Oder die Kinder haben Wünsche, die sich finanziell nicht so ohne weiteres erfüllen lassen. Darüber solltet ihr aber nicht streiten, sondern euch ganz in Ruhe unterhalten und ernsthaft euer Budget durchgehen. Was nicht geht, geht nun mal nicht und da werden auch alle Verständnis für haben. Es ist halt nur ein Konflikt, wenn eine Person aus Eigennutz gegen eine gemeinsame Anschaffung stimmt. Falls ihr alleinstehend seid, geht es vielleicht mit den Leuten, mit denen ihr unter einem Dach wohnt, darum, ob die Hausarbeit oder die gemeinsame Kasse gerecht aufgeteilt wird. Am 14. November wird der Mars wieder direktläufig und der befindet sich ja schon seit geraumer Zeit in eurem Karrierebereich. Das gilt insbesondere für die Krebs-Aszendenten. Wahrscheinlich hattet ihr in den letzten Wochen große Anforderungen zu stemmen und habt häufig unter Druck gestanden. Darunter hat möglicherweise auch eure Partnerschaft gelitten oder der Partner hat sogar zum allgemeinen Druck beigetragen. Wie auch immer, das wird jetzt für die nächsten 3 bis 4 Wochen allmählich besser. Ihr kommt wieder gut voran und Leute, die sich vorher quergestellt haben, ziehen nun wieder mit euch an einem Strang. Der Vollmond am 15. November im Skorpion erinnert euch daran, dass ihr euch gelegentlich auch mal was gönnen bzw. was tun solltet, was euch Lebensfreude bringt. Denkt doch mal drüber nach, wie ihr Verwöhneinheiten für euch selbst in euren Alltag einbauen könnt. Außerdem ist es auch ein toller Neumond, falls ihr einen Liebespartner habt. Er bringt euch auf neue Ideen, was man Sinnliches und Erotisches zusammen machen könnte. Dieses Thema wird ab dem 21. November von der Venus wieder aufgegriffen. Die geht dann durch den Skorpion und weckt für 3 Wochen euer sinnliches Verlangen und macht euch auch erotisch kreativ und verspielt. Wenn ihr alleinstehend seid, ist das auch eine gute Zeit, um eure Selbstliebe zu kultivieren oder um künstlerisch kreativ zu werden oder beides. Wenn ihr Kinder habt, insbesondere Töchter, kann das auch eine schöne Zeit zwischen euch und ihnen anzeigen, in der ihr vielleicht interessante Geheimnisse austauscht. Lilith zeigt generell an, dass Frauenthemen und Frauengeheimnisse bis zum Monatsende eine große Rolle spielen. Vielleicht müsst ihr auch einer Freundin oder Tochter zur Seite stehen, die sich in Schwierigkeiten gebracht hat. Das werdet ihr aber hinbekommen. Am 21. spätabends geht auch die Sonne ins Zeichen Schütze. Das zeigt, dass ihr in den kommenden 4 Wochen beruflich viel zu tun habt, vor allem wenn ihr in einem Heilberuf arbeitet. Der Vollmond mit der Mondfinsternis am 30. November aktiviert die Heilerachse eures Horoskops. Seid deswegen darauf gefasst, dass Kollegen oder auch Klientinnen oder Patientinnen besonders labil und emotional empfindlich sind und begegnet ihnen mit Empathie und Verständnis. Für spirituelle Krebsgeborene kann dieser Vollmond auch ganz tolle Erkenntnisse und Heilimpulse aus der geistigen Welt mit sich bringen.
Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Für euch ist einiges los am Himmel. Der Vollmond zu Halloween am 31. Oktober sorgt wahrscheinlich für aufregende Nächte, besonders für die Juli-Löwen. Wundert euch nicht, wenn ihr nicht schlafen könnt oder auch wenn berufliche Entwicklungen euch auch übers Wochenende noch beschäftigen, sodass ihr überhaupt nicht zur Ruhe kommt. Die gute Nachricht ist, dass Liebesgöttin Venus euch dabei hilft, das Positive an den möglichen Herausforderungen zu sehen. Die sind wahrscheinlich vor allem beruflicher Natur. Vielleicht gibt es Probleme mit einer Chefin oder Planänderungen durch eine Schwangerschaft im Kollegenkreis. Oder ihr habt aufgrund eurer eigenen Rolle als Frau selbst um etwas zu kämpfen, was euch zusteht. Auch an eurem Arbeitsplatz oder im Kollegenkreis gibt es wohl Leute, die etwas auszusetzen haben. Oder ihr selbst seid mit den Abläufen noch nicht zufrieden. Immerhin, am 3. November wird der Merkur wieder direktläufig und die Kommunikation läuft wieder runder. Es wird dann zunehmend leichter, Lösungen und Einigungen zu finden. Wenn ihr einen festen Beziehungspartner habt oder auch geschäftliche Partner, denen ihr vertraut, scheut euch nicht, das Gespräch mit diesen Menschen zu suchen, wenn es um berufliche Neuorientierungen oder Optimierungen geht. Sie können euch eine wertvolle Hilfe sein. Auch seitens der Familie scheint es Personen zu geben, die den einen oder anderen weisen Rat für euch haben. Löwe Singles haben den ganzen Monat über recht angenehme Tendenzen, um mit Leuten in Kontakt zu kommen. Das kann über das Internet oder Flirt-Apps funktionieren oder auch durch Begegnungen in Alltagssituationen. Vielleicht lernt ihr auch über Freunde jemanden kennen. Ab der zweiten Monatshälfte kommt ihr auch durch Hobbys oder Sport in Kontakt mit netten Leuten, trotz der bestehenden Einschränkungen. Gesundheitlich seid ihr etwas anfällig für Stress und Druck, zumal ihr euch auch gerne übernehmt. Zu viel Stress kann zum Beispiel zu Rückenschmerzen führen oder aber ihr lenkt euch ab, indem ihr zu viel futtert und dann habt ihr hinterher ein schlechtes Gewissen. Achtet darauf, wo ihr euch vielleicht selbst unter Druck setzt oder auch anderen Leuten Druck macht und versucht, da ein bisschen lockerer zu lassen. Manches ist gar nicht so wichtig, dass es sich wirklich lohnt, ein großes Drama drum zu machen. Eure Gesundheit wird es euch danken und gegebenenfalls auch eure Kollegen oder Familienmitglieder. Und ihr werdet sehen, wenn ihr mal loslasst oder vielleicht sogar um Unterstützung bittet, hilft man euch gerne. Eine große Erleichterung ist sicher, dass am 14. November endlich der Mars wieder direktläufig wird. Er kann nun im Vorwärtsgang wieder sein volles Potenzial entfalten, nämlich euch Schwung und Kraft zu verleihen. Der Neumond am 15. November fällt bei euch in den Bereich des Privatlebens und der Familie. Es bietet sich also an, dass ihr die Kräfte des Wandelns und Neubeginns auf euer Heim, eure Familie und auf euer Privatleben konzentriert. Weil gleichzeitig auch euer Karrierebereich stark aktiviert wird, denkt ihr vielleicht darüber nach, euch einen schönen Platz fürs Homeoffice einzurichten. Oder umgekehrt, wie ihr euer Heim so gestalten könnt, dass ihr Orte der Erholung findet. Weiterhin raten die Sterne euch, die Familie, den Partner oder auch Menschen, mit denen ihr unter einem Dach wohnt, mit einzubeziehen, denn sie sind euch jetzt wohlgesinnt und offen für gemeinsame Vorhaben. Eine heikle Phase gibt es vom 13. bis 20. November, wahrscheinlich bezüglich einer beruflichen Entwicklung. Denkbar ist zum Beispiel, dass ihr gute Ideen und Vorschläge habt, dass diese aber als zu teuer abgelehnt werden. Es sieht nach Diskussionen um den Wert bestimmter Projekte oder Finanzplanungen aus. Wahrscheinlich werdet ihr einen Kompromiss eingehen müssen. Und in dieser Zeit solltet ihr auch möglichst keine Kredite aufnehmen. Am 21. November geht die Sonne spätabends in den Schützen und das gibt euch für die nächsten 4 Wochen einen schönen kosmischen Rückenwind und Optimismus. Eure Vitalität profitiert von Aktivitäten wie Sport, kreative Tätigkeiten, Hobbys nachgehen oder an Herzensprojekten arbeiten. Ebenfalls ab dem 21. November wandert die Venus durch den Skorpion und die Aspekte zeigen dann nochmal mögliche Aufregungen in eurem Heim, vielleicht durch eine Tochter oder Mitbewohnerin. Jemand scheint zu Hause Anspruch auf euch und eure Zeit zu erheben, während ihr gleichzeitig beruflich stark gefordert seid. Da ist Fingerspitzengefühl gefragt, weil offenbar auf beiden Seiten auch irrationale Gefühle im Spiel sind. Das zeigt der Vollmond mit der Mondfinsternis am 30. November. Da sind viele Menschen emotional recht labil. Doch wenn ihr geduldig seid und Verständnis für die Beteiligten aufbringt, könnt ihr zur Heilung der Situation beitragen.
Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Für euch stehen die Konstellationen in den ersten 3 Wochen des Monats überwiegend harmonisch. Wenn nicht andere Faktoren eures Horoskops die schwierigen Aspekte empfangen, solltet ihr gut durch den Monat kommen. Vor allem, wenn ihr in einem Heilberuf oder serviceorientiert arbeitet, werden eure Kunden und Klienten eure Dienste bestimmt gerne und häufig in Anspruch nehmen. Das einzige Problem könnte sein, dass ihr für eure Arbeit auch anständig entlohnt werdet. Der rückläufige Merkur befindet sich nämlich zurzeit noch in eurem Geldhaus. Aber der wird ab dem 3. November wieder direktläufig und dann werden auch Zahlungen wieder bei euch eingehen. Vorher haben wir aber noch den spannungsgeladenen Vollmond zu Halloween am 31. Oktober. Auf euch wirkt der jedoch eher inspirierend, während er für viele andere Leute schwierig ist. Deswegen sucht man eure Gesellschaft, vielleicht zu einer kleinen, aber feinen Halloween-Party oder ihr bekommt viele Anrufe. Ob real oder online, an Kontaktmöglichkeiten mangelt es euch nicht und eure Ansichten sind gefragt. Im Laufe der ersten Novemberwoche lassen die Anforderungen durch andere, die eure Hilfe brauchen, etwas nach. Ich denke schon, dass ihr in diesem Monat auch Zeit für euch selbst und eure Herzensprojekte finden werdet. Denn viele Jungfraugeborene haben interessante Kreativprojekte, an denen sie fleißig arbeiten. Die Lilith im Stier, im günstigen Aspekt zu euch, bestärkt euch darin, nicht immer nur für andere da zu sein, sondern auch an eurer eigenen spirituellen Entwicklung zu arbeiten und euren Spezialinteressen nachzugehen. Am 10. November, spätabends, geht der Merkur im Vorwärtsgang wieder in den Skorpion. Die geistig anregenden Tendenzen setzen sich dann fort, ob ihr nun schreibt, bloggt oder im Verkauf tätig seid oder mit Studierenden zu tun habt. Die Inspiration fließt und ihr seid überzeugend und könnt super unterrichten, verhandeln oder verkaufen. Oder Ideen für andere Bereiche entwickeln. Und euer Telefon steht wahrscheinlich auch nicht still. Für die Liebe und zum Flirten stehen die Sterne den ganzen Monat gut. Haltet die Augen offen. Ihr könnt Leute im Alltag treffen, aber auch über Flirt-Apps oder im Internet oder auch auf völlig unerwarteten Wegen. Dabei gilt weiterhin, dass Neptun große Romanzen, aber auch Illusionen anzeigt. Wenn ihr euch also eurer Sache nicht sicher seid, wendet die 90-Tage-Regel an. 3 Monate abwarten, ehe ihr euch tiefer einlasst oder die Haustürschlüssel austauscht. Bei den fest liierten Jungfrauen kann es im Beziehungsgebälk knirschen. Doch wenn ihr euren Charme spielen lasst, könnt ihr auch heikle Themen gut besprechen und euren Schatz um den Finger wickeln. Am 14. November wird endlich der Mars wieder direktläufig. Wenn in den letzten Wochen und Monaten Prozesse um langfristige Vereinbarungen mit Beziehungspartnern oder auch finanziellen Teilhabern oder Aktionären ins Stocken gekommen waren, können die nun wieder in Gang kommen. Das kann natürlich auch bedeuten, dass man sich nochmal auseinandersetzen muss. Aber das ist besser als der Stillstand der letzten Wochen. Finanziell etwas heikel ist die Phase vom 13. bis 20. November. Da solltet ihr keine Kredite für Spaßprojekte aufnehmen oder sogar auch für euer aktuelles Herzensprojekt und euch auch nicht für eine neue Liebesaffäre in Unkosten stürzen. Wartet auf jeden Fall ab bis nach dem 20. Der Neumond am 15. November im Skorpion steht sehr anregend für euch. Er ist günstig für neue Projekte in Werbung, Verkauf, Kommunikation und Unterricht. Also, wenn ihr da was vorhabt, haltet euer Notizbuch oder Smartphone bereit, um eure Ideen zu notieren. Und überlegt, was ihr in den nächsten 4 Wochen oder 6 Monaten diesbezüglich realisieren wollt. Am 21. November, spätabends, geht die Sonne in den Schützen und aktiviert bei euch den Bereich des Privatlebens und des Heims. Vielleicht bekommt ihr ja Lust, eure Wohnung herbstlich zu dekorieren oder ihr bekommt Besuch. Vielleicht könnt ihr bis Ende November auch einen Konflikt innerhalb der Familie oder der festen Partnerschaft heilen, sogar auf einer ganz tiefen und inspirierten Ebene. Gleichzeitig mit der Sonne wechselt auch die Venus am 21. das Zeichen. Sie geht dann in den Skorpion und setzt die inspirierte Phase weiter fort, in der ihr wunderschöne Ideen habt und im richtigen Moment die richtigen Worte findet, um andere zu begeistern und zu verzaubern. Rund um den Vollmond mit der Mondfinsternis am 30. November ist die Energie etwas nervös und emotional. Wahrscheinlich suchen dann wieder mehr Menschen eure Hilfe. Das kann im beruflichen Rahmen sein, vielleicht aber auch Familienmitglieder oder euer Schatz.
Wenn ihr solche Anforderungen als eine Art spirituellen Auftrag sehen könnt, wird es euch sogar Freude machen, denn ihr könnt in kritischen Situationen viel zur Entspannung und zur Heilung beitragen. Man wird es euch danken. Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Ihr startet in den Monat mit Liebesgöttin Venus in eurem Zeichen und sie bleibt dort für 3 Wochen. Das ist sehr schön für die Liebe, für die Wertschätzung, zum Flirten und nicht zuletzt auch für persönliche Erfolge. Gleichzeitig stehen ja Mars und Chiron in eurem Partnerhaus und manche von euch erleben deshalb auch Stress, etwa weil der Partner erkrankt ist oder aus anderen Gründen Hilfe braucht und darauf müsst ihr euch einstellen. Möglich sind auch neue Flirts, durch die ein Wunderpunkt in euch berührt wird. In den ersten Tagen des Monats ist dahingehend Heilung möglich, wenn ihr geduldig und liebevoll mit der Situation umgeht. Davon abgesehen sind Finanz- und Wertethemen den ganzen Monat über stark angeregt. Das geht los mit dem Vollmond zu Halloween am 31. Oktober. Der beleuchtet eure festen Abmachungen und Verbindlichkeiten. In dem Bereich sind längerfristig auch Lilith und Uranus unterwegs. Das sind nicht die stabilsten Einflüsse für gemeinsame Finanzen, zum Beispiel mit Geschäftspartnern oder Aktionären. Und in euren persönlichen Beziehungen gibt es vielleicht Auseinandersetzungen darüber, wer wie viel Geld hat oder in die Partnerschaft einbringt oder wer wie viel Freiraum braucht und bekommt. Aber die Konstellationen können euch auch sehr inspirieren, mit eurem festen Schatz Dinge auszuprobieren, die ihr noch nie zuvor zusammen gemacht habt. Das alles sind langfristige Tendenzen und die werden eben jetzt zum Monatswechsel ganz stark durch diesen Vollmond aktiviert. Schaut mal, was sich euch da zeigt und sucht auf jeden Fall den Kompromiss, sonst kann es womöglich zum Bruch kommen. Immerhin wird am 3. November der Merkur wieder direktläufig. Dann sollte es weniger Missverständnisse um solche Abmachungen geben. Aber die bleiben schon noch den ganzen Monat über ein Thema. Denn der Merkur geht ab dem 10. November in den Skorpion und aktiviert dann auch noch die Werteachse. Also es wird viele Gespräche um Geld, gemeinsame Finanzen, finanzielle Freiheiten und Rücksichten und solche Dinge geben. Und auf der psychologischen Ebene vielleicht auch um die gegenseitige Wertschätzung. Auch im Zusammenhang mit Familienmitgliedern, eurem Heim oder auch Menschen, mit denen ihr unter einem Dach wohnt, kann es ein Ringen um finanzielle Themen geben, besonders in der Zeit vom 13. bis 20. November. Und weil die Stellung der Lilith für euch auch Sorgerechtsstreitigkeiten anzeigen kann, sollten alle von euch, die gerade in so einer Situation sind, in diesen Tagen höllisch aufpassen, dass sie nicht übervorteilt werden oder dass sie nicht um des Friedens willen zu viel hergeben. Denn finanzielle Entscheidungen, die ihr jetzt trefft, können langfristige Folgen haben. Deshalb spielt auf Zeit und wartet bis nach dem 20. November. Dann bessert sich eure Position bereits, aber wenn ihr noch bis Ende des Monats abwartet, wärt ihr noch mehr auf der sicheren Seite. Am 14. November wird der Mars wieder direktläufig. Beziehungsangelegenheiten, die irgendwie festgefahren waren, erhalten dann wieder eine vorwärtsgerichtete Dynamik. Oder Leute, die ihr kennengelernt hattet, tauchen nun wieder auf und wollen die Beziehung fortsetzen. Natürlich können auch Konflikte nun wieder aufleben. Aber das ist dennoch besser als ein Stillstand, denn nun kann man an einer Lösung arbeiten. Dabei hilft ab dem 21. auch die Sonne, die dann in den Schützen geht und euch mit Optimismus und Zuversicht erfüllt. Vorher haben wir aber noch den Neumond am 15. November im Skorpion und der verweist nochmals auf das Finanz- und Wertethema. Für euch würde sich ein Neumondritual anbieten, in dem ihr euch auf eine gütliche Einigung finanzieller Fragen konzentriert und dafür um geistige Führung und Unterstützung bittet. Am 21. November geht auch die Venus in den Skorpion in euer Geldhaus und bildet dann unruhige Aspekte. Vielleicht kommen dann neue finanzielle Themen auf, die auch noch angeschaut werden wollen. Das ist übrigens auch ein Spekulationsaspekt. Vielleicht wittert ihr eine tolle, lukrative Gelegenheit, aber da solltet ihr schon ganz genau wissen, was ihr tut. Wenn ihr euch nicht sicher seid, lieber Finger weg. Die Sonne geht ja dann, wie gesagt, am 21. auch in den Schützen und das verändert die Dynamik für euch zum Positiven und die Chancen steigen, dass in den kommenden Wochen vertrackte Beziehungssituationen wieder in Harmonie kommen. Ihr seht dann neue Perspektiven und könnt gemeinsam Fortschritte erzielen.
Das geht wahrscheinlich noch nicht so schnell. Bis zum 30. November ist noch Vorsicht geboten. Da haben wir einen etwas heiklen Vollmond als Mondfinsternis, der die Menschen tendenziell nervös und labil macht. Euch betrifft das nicht direkt, aber vielleicht zum Beispiel eure Beziehungspartner oder Familienmitglieder oder die Menschen in eurem Umfeld. Aber spätestens ab Anfang Dezember wendet sich das Blatt zum Besseren. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im November Geburtstag habt. Die Sonne in eurem Zeichen macht euch stark und vital. Bei den Aspekten gibt es gemischte Einflüsse. Einerseits viel Harmonie, vor allem für die Geborenen der zweiten und dritten Dekade, andererseits aber auch einige Unruhe, dann meistens für die Oktoberskorpione. Für euch alle gilt, dass der Vollmond zu Halloween am 31. Oktober rund um den Monatswechsel Aufregungen und Anregungen für eure Beziehungsangelegenheiten bringt. Das kann ein neuer Flirt sein, aber auch Überraschungen und Planänderungen, falls ihr gemeinsam mit eurem festen Schatz etwas unternehmen wolltet. Eine Halloween-Party kann man ja zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht planen, aber es kann gut sein, dass ihr euch was anderes einfallen lasst. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich mit meinem Ex-Mann, einem Vierfach-Skorpion, zu Halloween einfach mal nachts auf dem Friedhof spazieren gegangen bin. Vielleicht wäre das was für euch. Oder ein spirituelles Ritual oder ein erotischer Abend, nur zu zweit. Offenbar habt ihr Lust auf was Ungewöhnliches. Eure romantische Fantasie ist den ganzen Monat über angeregt und ihr seid offen für Neues. Einige von euch sind aber auch auf sich selbst gestellt oder müssen vorübergehend auf ihren Partner verzichten, weil die Venus sich erstmal für 3 Wochen in eurem 12. Haus versteckt. Wenn sich also in der Liebe nicht so viel tut, liegt das daran und ändert sich später im November noch. Aber Vorsicht, wenn ihr fest gebunden seid und euer Partner gerade nicht da ist und ihr jemand anderes kennenlernt. Lilith im Partnerhaus kann gefährliche und intensive Affären anzeigen. Und Uranus gleich daneben kann euch anstiften, spontan eure Beziehung aufs Spiel zu setzen, obwohl das eigentlich sonst nicht eure Art ist. Das gilt den ganzen November über, da kann eure Treue immer wieder auf die Probe gestellt werden. Wenn ihr frei und ungebunden seid und eine neue Affäre anfangt, müsst ihr darauf achten, ob sie auch wirklich liebevoll ist oder ob es sich nur um eine Leidenschaft ohne Beziehungsperspektive handelt. Am 3. November wird der Merkur wieder direktläufig und am 10. November geht er dann im Vorwärtsgang wieder in den Skorpion. Und damit beginnt eine beruflich erfolgreiche und effektive Zeit. Ihr blickt durch, seid gut organisiert und äußerst geschickt im Verhandeln und wirkt außerdem sehr überzeugend. Zwischen dem 13. und dem 20. November müsst ihr allerdings mit Überraschungen durch Geschäftspartner oder Kunden rechnen. Leute, mit denen ihr zu tun habt, sind teilweise unberechenbar. Vielleicht werden auch finanzielle Absprachen hinter eurem Rücken getroffen. Aber wahrscheinlich durchschaut ihr das und ab dem 20. bekommt ihr solche Situationen wieder gut in den Griff. Am 14. November wird endlich der Mars wieder direktläufig und an eurem Arbeitsplatz kommen nun verzögerte Prozesse oder Abläufe allmählich wieder in Gang. Auch gesundheitliche Probleme, die über längere Zeit einen Stillstand erfahren haben, können nun wieder behandelt oder sogar geheilt werden. Vielleicht noch nicht gleich, aber ab Ende des Monats wird das immer besser. Am 15. Oktober ist der für euch wichtigste Neumond des Jahres im Skorpion in eurem Zeichen. Jetzt solltet ihr Pläne machen, nicht nur für die nächsten 4 Wochen, sondern für die kommenden 12 Monate. Was ihr euch zu diesem Neumond vornehmt oder anschiebt, kann langfristig erfolgreich sein. Und dabei seid ihr auch noch inspiriert und einfallsreich. Deswegen empfiehlt sich eine Wunschmeditation und haltet Notizbuch oder Smartphone bereit, um eure Ideen zu notieren. Am 21. November geht die Venus in den Skorpion und dann beginnt eine enorm prickelnde Flirt- und Liebesphase bis Mitte Dezember. Dabei habt ihr nicht nur selbst eine betörende Ausstrahlung, sondern ihr trefft auch faszinierende Leute und die gegenseitige Anziehungskraft ist groß. Wie gesagt, das ist nur dann schwierig, wenn ihr schon anderweitig fest liiert seid. Aber wenn ihr in einer glücklichen Beziehung seid, profitiert die natürlich auch von diesen lustvollen Aspekten, zumal nicht nur eure Experimentierfreude, sondern auch Zärtlichkeit und Hingabe geweckt sind.
Ebenfalls am 21. November um 21.39 Uhr verlässt die Sonne dieses Jahr euer Zeichen und zieht weiter in den Schützen. Und während ihr weiterhin fantastische Aspekte für eure Fantasie und Überzeugungskraft habt, geht es auf den Vollmond mit der Mondfinsternis am 30. November zu. Diese Konstellation ist ein bisschen heikel und fällt bei euch auf die Werteachse. Das kann ein Hinweis sein, dass ihr mit Einkäufen, Geldverleihen oder vermeintlichen Schnäppchen in der letzten Woche des Monats lieber vorsichtig sein solltet. Vor allem, wenn Geld und Privates vermischt werden, könnte das zu Gefühls- oder sogar Beziehungschaos führen, also Vorsicht. Beruflich beginnt in der letzten Novemberwoche eine produktive Phase, die bis weit in den Dezember anhält. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im November Geburtstag habt. Obwohl am Himmel einiges los ist, bilden die Gestirne keine fordernden Aspekte zur Schützesonne. Wenn ihr natürlich Planeten im Skorpion habt oder im Steinbock, wie das bei vielen Schützen der Fall ist, empfangen die einiges an Spannungen. Dann solltet ihr vielleicht auch nochmal unter diesen Sternzeichen für euch nachschauen. Für die Schützesonne sieht es überwiegend harmonisch aus. Liebesgöttin Venus steht in den ersten drei Wochen zum Beispiel super günstig für eure Freundschafts- und Liebesthemen. Für Single-Schützen gibt es schöne Aspekte, die ein Kennenlernen möglich machen. Auch wenn sich manche Formen der Anbahnung zurzeit als schwierig erweisen, im Internet geht auf jeden Fall was und vielleicht stellen euch auch eure Freunde jemanden vor. Der Vollmond zu Halloween am 31. Oktober aktiviert bei euch die Spiritualitäts- und Heilerachse. Es bietet sich für euch an, Halloween bzw. Samhain für ein Ritual zu nutzen. Ihr könnt auch um Eingebungen für ein gesundheitliches Problem bitten, falls da was im Argen liegt. Möglich auch, dass ihr bei Schwierigkeiten im Freundeskreis helfend eingreifen könnt. Vielleicht gab oder gibt es auch Missverständnisse mit befreundeten Personen und das sollte sich ab dem 3. November ändern, wenn der Merkur wieder direktläufig wird. Auch Festliierte haben schöne Konstellationen für Liebe und Leidenschaft und sollten sich dem besonders in den ersten 10 Tagen des Monats widmen. Beruflich zeichnet sich etwas Unruhe in eurem Horoskop ab. Abläufe können sich ändern, vielleicht gibt es auch technische Neuerungen und irgendwie müsst ihr euch daran anpassen. Möglich auch, dass neue Kolleginnen dazukommen, die die Dynamik verändern. Oder ihr wollt euch selbst stärker abgrenzen gegenüber anderen, die euch in eure Vorgehensweise hineinreden wollen. Das bleibt längerfristig ein Thema, wird aber jetzt im November immer wieder ausgelöst. Insofern solltet ihr das nicht verdrängen, sondern euch auf die neuen Entwicklungen einstellen. Ab dem 10. November wandert der Merkur durch den Skorpion und damit durch den spirituellen Bereich eures Horoskops und da findet auch der Neumond am 15. November statt. Das ist ein mystischer und spiritueller Neumond, den ihr nutzen könnt, um in der Stille Kraft zu tanken oder Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Vielleicht auch einem Familiengeheimnis, denn es kann gut sein, dass da Dinge hinter den Kulissen laufen, die ihr nicht mitkriegt. In dem Fall könntet ihr zu Neumond um Führung bitten, wie ihr dieses Geheimnis ergründen könnt, ohne die Gefühle der Betroffenen zu verletzen. Kurz vor Neumond am 14. November passiert etwas ganz Wichtiges, dann wird nämlich der Mars endlich wieder direktläufig und für euch ist das sehr erfreulich. Er steht nämlich in eurem 5. Haus der Lebensfreude und falls ihr beim Sport, bei Hobbys, bei euren Herzensprojekten oder auch in der Sexualität in den letzten Wochen nicht zum Zuge gekommen seid, sollte sich das nun langsam wieder bessern. Auch bei Gesundheitsproblemen, die mit blockierten Energien zusammenhängen, könnt ihr in den kommenden Wochen gute Fortschritte machen. Eine kritische Phase für die Finanzen haben wir vom 13. bis zum 20. November. In eurem Falle warnen die Sterne davor, Geld und Freundschaft zu vermischen. Also Freunden lieber kein Geld leihen und sich selbst auch keins von Freunden borgen. Das gilt auch für Leute aus eurem beruflichen Netzwerk. Ihr solltet auch keine Kredite aufnehmen oder, falls ihr das vorhabt, kann es auch sein, dass ihr sie nicht bewilligt bekommt. Und das ist dann auch besser so. Wartet lieber bis Monatsende ab, dann sind die Finanzsterne entspannter. Am 21. November abends um 21.39 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Schützen, aufgrund des Schaltjahrs diesmal schon einen Tag eher als üblicherweise. Die Sonne macht euch dann stark und enthusiastisch. Gleichzeitig geht allerdings die Venus in den Skorpion in euer verstecktes 12. Haus,
Das kann eure Liebesaktivitäten etwas dämpfen. Vielleicht zieht sich jemand vorübergehend zurück oder ihr selbst habt nicht so viel Zeit für die Liebe oder eine Liebesangelegenheit blüht eher in der Fantasie. Aber die Venus stärkt auch eure spirituelle Ausrichtung und kann zur Heilung von psychosomatischen Erkrankungen beitragen. Zum Ende des Monats hin wird es nochmal etwas aufregend, denn der Vollmond am 30. November in den Zwillingen ist eine Mondfinsternis und fällt bei euch auf die Beziehungsachse. Begegnungen und Beziehungsereignisse können euch nun emotional tief berühren. Wenn sich da wichtige Themen zeigen oder angesprochen werden, solltet ihr nicht ablenken oder mit Witzchen drüber hinweggehen, sondern zuhören und euch darauf einlassen. Denn die Aspekte zeigen, dass verletzte Gefühle in den kommenden Wochen geheilt werden können. Das kann eine große Chance für euch sein. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Die Zeit mit dem rückläufigen Mars ist fast geschafft. 2 Wochen noch. Dann wird wieder der Vorwärtsgang eingelegt. Viele von euch haben mir zurückgemeldet, dass sie enorm unter Stress gestanden haben oder stehen, häufig verbunden auch mit großen Erfolgen, aber leider häufig auch mit gesundheitlichen Problemen. Ein befreundeter Steinbock zum Beispiel ist gestürzt und hat sich das Bein verletzt und sich dann auch noch eine Entzündung zugezogen, typisch für Konflikte zwischen Mars und Saturn. Zum Glück zieht sich der Mars nun langsam aus den schärfsten Aspekten zurück und Erleichterung ist in Sicht. Zu Halloween am 31. Oktober haben wir einen stark energiegeladenen Vollmond im Stier, der zur Steinbocksonne günstig steht. Er kann euch richtig kreativ machen. Vielleicht habt ihr auch zu Halloween Überraschungsbesuch auf der Matte stehen. Größere Feten können wir nicht feiern, aber etwas Kleines, Feines oder ein Ritual zu Samhain könnte drin sein. Dafür wärt ihr tendenziell offen. Zumal ja jetzt auch die Lilith günstig für euch steht und euer Interesse für Rituale und magische Themen weckt. Grund zur Freude ist sicherlich auch, dass der Merkur am 3. November wieder direktläufig wird und zwar bei euch im 10. Haus der Karriere. Dort steht auch die Venus und das deutet auf beruflichen Erfolg hin, vor allem wenn ihr mit Schönheit, Mode, Architektur, Inneneinrichtung, Kunst oder Kosmetik zu tun habt. Ein Wunderpunkt könnte sein, dass ihr für dieselben Sachen bezüglich eures Privatlebens keine Zeit habt. Vielleicht sieht es bei euch zu Hause chaotisch aus oder Sachen bleiben liegen, die ihr zugesagt hattet. Oder Familienmitglieder bzw. Leute, mit denen ihr unter einem Dach wohnt, haben ganz andere Vorstellungen von Gemütlichkeit und Stil als ihr. Da kann es in der ersten Monatshälfte durchaus nochmal ein Hickhack drum geben. Am 10. November geht der Merkur in den Skorpion, das ist bei euch der Freundschaftsbereich, wo auch die Sonne steht. Mit euren Freundinnen und Freunden versteht ihr euch im November gut und wenn es in der Familie zu stressig wird, könnt ihr euch dort auch mal Rat und Hilfe holen. Das sind auch gute Sterne, wenn ihr mit Leuten aus eurem beruflichen Netzwerk zusammenarbeitet. Am 14. November wird endlich der Mars wieder direktläufig und in festgefahrene Situationen kommt wieder Bewegung. Bei euch kann das den häuslichen Bereich, das Privatleben und die Familie betreffen. Vielleicht muss man sich dann auch nochmal über die eine oder andere Sache auseinandersetzen, aber nun geht es wenigstens wieder voran. Möglich auch, dass ihr nun Zeit findet, euch zu Hause und privat mehr eurer Gesundheit zu widmen. Beruflich und finanziell haben wir eine etwas heikle Phase zwischen dem 13. und dem 20. November. Vielleicht habt ihr eine schwierige Finanzentscheidung zu treffen oder ihr müsst das Gesuch von jemandem ablehnen oder ihr selbst bekommt Gelder nicht bewilligt. Auf jeden Fall ist es keine gute Zeit, um nach einer Gehaltserhöhung oder irgendwelchen Zugeständnissen zu fragen und auch nicht, um eine gemachte Zusage wieder zurückzuziehen. Weil ihr gleichzeitig auch gut verhandeln könnt und Unterstützung für eure Position findet, behaltet ihr die Situation wahrscheinlich unter Kontrolle. Vielleicht könnt ihr ein wenig Kulanz walten lassen. Oder wenn ihr selbst betroffen seid, kann es ratsam sein, aus taktischen Gründen erstmal nachzugeben. Denn sonst könnte eine sonst gute und wichtige Business-Beziehung Schaden nehmen. Das auch deshalb, weil der Neumond am 15. November im Skorpion in den Bereich Freundschaften und Netzwerke fällt und sogar günstig ist, um ein neues Projekt in Angriff zu nehmen. Und dann ist es gut, wenn man sich nicht vorher über das Geld gestritten hat. Zu diesem Neumond könnt ihr außerdem über Neuanfänge oder Transformationen in euren Freundschaften nachdenken.
Am 21. November wandert die Venus in den Skorpion, auch in euer Freundschaftshaus. Sie zeigt dann mögliche Verwicklungen an, die mit Freundschaften und Liebesgefühlen zu tun haben können. Vielleicht wird aus einer Freundschaft eine Romanze. Vielleicht ergibt sich aber auch eine heiße Affäre für euch, wobei jemand anders aus eurem Freundeskreis dieselbe Person favorisiert. Und das ist dann natürlich heikel. Da haben wir einige unruhige Aspekte bis zum Monatsende. Der zweite Wechsel am 21. November ist die Sonne, die spätabends ins Zeichen Schütze geht. Sie aktiviert dann den zurückgezogenen spirituellen Bereich eures Horoskops. Am 30. November haben wir einen Vollmond, der auch eine Mondfinsternis ist und die Menschen besonders empfindsam und nervös macht. Deshalb solltet ihr im letzten Monatsdrittel geduldig und diplomatisch mit den Menschen aus eurem Umfeld umgehen. Gut möglich, dass ihr anderen helfen und sie unterstützen könnt, denn die Aspekte machen euch empathisch und mitfühlend. Gleichzeitig lassen die extremen Stressaspekte mit Mars langsam nach, so dass ihr vielleicht ganz glücklich damit seid, mal nicht die Workaholics zu sein, sondern euch von eurer hilfsbereiten Seite zu zeigen. Hallo, ihr wunderbaren Wassermanngeborenen und Wassermann-Aszendenten. Viele kosmische Einflüsse im Zeichen Skorpion zeigen Energie und Spannung in eurem Leben an, vor allem wenn ihr im Januar Geburtstag habt. Für die übrigen Wassermanngeborenen sind die Aspekte harmonischer. Aber alle von euch werden diesen Knaller-Vollmond zu Halloween am 31. Oktober deutlich spüren. Er aktiviert die Entwicklungsachse in eurem Horoskop. Ihr ahnt, dass sich in eurem Leben vieles ändern wird oder ihr seid schon mittendrin in diesem Prozess. Und wenn ihr zu Vollmond nicht schlafen könnt, gehen euch Gedanken über eure Zukunft durch den Kopf. Wahrscheinlich aber auch gute Ideen. Deswegen haltet Notizbuch oder Smartphone bereit, um besondere Einfälle festzuhalten. Zu Halloween oder Samhain geht es ja auch darum, sich mit den Ahnen zu verbinden, sozusagen, um eine gute Basis zu haben, auf der man sich in die Zukunft entwickeln kann. Und weil der spirituelle Bereich eures Horoskops jetzt stark aktiviert ist, könnt ihr vielleicht auch ein Ritual abhalten und eure Ahnen um Stärkung und Führung bitten. Vielleicht habt ihr aber auch einfach nur Lust, mal kurz zu verreisen oder Freunde im kleinen Kreis zu treffen, denn die Venus begünstigt Kontaktpflege und tiefschürfende Gespräche. Und diejenigen von euch, die in einem Heilberuf tätig sind oder sich als Evolutionsagenten Gedanken über den Zustand der Gesellschaft machen, werden diesen Monat stark inspiriert, sich mit den richtigen und wichtigen Leuten darüber auszutauschen. Daraus kann sich für den einen oder anderen von euch sogar ein Flirt entwickeln. Generell sind die Tendenzen für die Singles unter euch gut, um Menschen zu treffen, mit denen ihr auf einer Wellenlänge liegt oder die ihr aufgrund ähnlicher Interessenlage kennenlernt. Am 3. November wird der Merkur wieder direktläufig. Dann gibt es auch beim Flirten, Nachrichten schicken und sich verabreden weniger Missverständnisse. Wenn ihr eine feste Beziehung habt, seid ihr am glücklichsten, wenn ihr euch mit eurem Schatz über Dinge, die euch beide interessieren, austauschen könnt. Auch für eure Gesundheit erhaltet ihr im November nützliche Tipps durch Menschen, die euer Schicksal teilen. Ihr müsst nur offen sein und vertrauensvoll darüber reden. Beruflich ist der November erfolgversprechend. Es lohnt sich, wenn ihr euren Fokus auf eure Ziele und auf das, was ihr erreichen wollt, legt. Denn dafür erhaltet ihr vom Kosmos bis in den Dezember hinein viel Unterstützung. Besonders die Arbeit in heilenden, helfenden oder Sozialberufen erhält viele positive Impulse. Wenn ihr selbstständig seid, ist der Geldfluss angeregt. Vorsicht nur in der Zeit vom 13. bis 20. November. Da könnten Kosten für eine Reise oder Fortbildung oder auch Krankheitskosten deutlich höher ausfallen als gedacht. In dieser Zeit solltet ihr möglichst keine Kredite aufnehmen. Gegebenenfalls könnt ihr an offizieller Stelle Hilfe beantragen, auf die ihr Anspruch habt. Erfreulicherweise wird am 14. November der Mars wieder direktläufig. Das stärkt euch beim Argumentieren und Überzeugen, so dass ihr bekommen könnt, was ihr wollt. Überall, wo es in den letzten Wochen und Monaten gehakt und gestockt hat, zum Beispiel beruflich im Bereich Kommunikation, Schreiben oder Marketing oder in eurem Alltag bei Besorgungen oder Verpflichtungen in der Nachbarschaft, da kommt jetzt wieder Bewegung rein. Ein Beispiel wäre, dass ihr vielleicht längere Zeit mit einem Text für ein Buch oder einen Artikel gekämpft habt und nun fließt die Inspiration wieder. Am 15. November ist Neumond im Skorpion und der fällt in euren Karrierebereich.
Wenn ihr spirituell veranlagt seid, könnt ihr in einem Neumond-Ritual um geistige Führung bei der Umsetzung eurer Ziele bitten. Gleichzeitig beschäftigen euch sicher auch wieder eure privaten Veränderungen oder auch die möglichen Konflikte, die durch Lilith und Uranus hier im vierten Haus angezeigt werden. Gibt es eine schwierige Tochter oder Ärger mit einer Mitbewohnerin, Vermieterin oder Mieterin? Dann könnt ihr auch da überlegen, wie ihr vorgehen wollt und um Unterstützung und innere Führung bitten. Am 21. November geht die Venus in den Skorpion und aktiviert für 3 weitere Wochen euren Karrierebereich, bildet aber erstmal unruhige Aspekte für euer Privatleben. Je besser ihr fokussiert seid und wisst, was ihr wollt, desto besser könnt ihr eure Energien einsetzen. Ein weiterer Wechsel ist am 21. die Sonne, die spätabends in den Schützen geht. Sie aktiviert für die kommenden 4 Wochen euer berufliches und gesellschaftliches Fortkommen. Am 30. November haben wir einen Vollmond mit Mondfinsternis in den Zwillingen, der viele Leute nervös und empfindlich macht, für euch aber günstig steht. Er macht euch kreativ und einfallsreich, kann aber auch eine Problematik im Freundeskreis anzeigen. Deswegen denkt nicht nur an euch selbst. Ihr könnt bei dieser Mondfinsternis viel Gutes bewirken, wenn ihr für andere da seid, die euren Rat und Hilfe suchen. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Viel Harmonie herrscht in eurem Horoskop. Also, falls nicht andere Faktoren oder Planeten Spannungsaspekte empfangen, sind zumindest die ersten 3 Wochen des Novembers recht harmonisch und auch produktiv für euch. Vor allem, wenn ihr freiberuflich in kreativen Berufen arbeitet, habt ihr einen guten Lauf. Euer Netzwerk ist stark, an Aufträgen oder Klienten dürfte es euch nicht mangeln. Der Vollmond am 31. Oktober zu Halloween wirkt sehr anregend auf eure Kreativität und eure Pläne. Die Konstellationen sind günstig für ein intimes Treffen mit wenigen Leuten oder Zeit mit eurem Liebespartner oder auch ein schönes spirituelles Ritual. Überhaupt stehen die Sterne besonders in der ersten Monatshälfte sehr schön für die spirituell Ausgerichteten unter euch, um in Kontakt mit der geistigen Welt zu sein. Ihr seid jetzt ein toller Kanal für kosmische Kräfte, die durch euch in die Welt fließen. Die Energien machen euch auch besonders romantisch und liebevoll. Also, wenn ihr einen Liebespartner oder Partnerin habt, wunderbar. Singles könnten jetzt auf einer Reise jemand Tolles kennenlernen, aber im Moment wissen wir ja leider gar nicht, wie weit wir uns überhaupt bewegen dürfen. Haltet trotzdem die Augen offen. Vielleicht stellen euch Freunde jemanden vor. Und Internet-Dating steht auch unter guten Sternen. Wermutstropfen in den ansonsten guten Tendenzen könnten die Finanzen sein. Und zwar nicht etwa deshalb, weil ihr nicht die Möglichkeit hättet, gut zu verdienen oder zu Geld zu kommen. Es scheint eher so zu sein, dass ihr nicht bekommt, was euch zusteht oder der Wert eurer Arbeit sich nicht in der Bezahlung ausdrückt. Vielleicht gibt es aber auch Stress in euren festen Partnerschaften um Geldangelegenheiten. Ich kenne zum Beispiel eine Fische-Dame, die seit geraumer Zeit ihre Partnerin mit durchzieht, obwohl diese aus einer reichen Familie kommt. Aus Liebe tun Fische eben alles. Aber die Konstellationen fordern euch schon auf, dieses Thema immer wieder anzuschauen. Und das ist auch eine langfristige Tendenz. Im November kommt da jetzt richtig Bewegung rein. Am 3. November wird der Merkur wieder direktläufig. Dann gibt es immerhin weniger Missverständnisse rund um das Geldthema. Außerdem bewegt sich auch die Venus durch diesen Bereich, das heißt, Geld von anderen kommt herein. Am 10. November geht der Merkur in den Skorpion und steht dann günstig für gute Gespräche, wenn ihr schreibend oder forschend tätig seid oder auch für Reisen und Fortbildungen und wenn das nicht physisch passieren kann, dann doch wenigstens innerlich oder online. Auch der Neumond am 15. November im Skorpion fällt in diesen Bereich und regt euch an, über eure Lebenspläne nachzudenken. Sei es in der Liebe, denn es ist für euch auch ein sehr romantischer Neumond, aber auch was eure Persönlichkeitsentwicklung und eure Ausrichtung im Leben angeht. Das Geld- und Wertethema lässt euch aber weiterhin nicht zur Ruhe kommen. Da haben wir vom 13. bis 20. November eine kritische Phase und die Sterne raten euch, Geld und Freundschaft gut auseinanderzuhalten. Und ihr solltet auch möglichst keine Kredite aufnehmen, um Partner oder Partnerinnen zu unterstützen, die nicht selbst etwas einbringen. Und euch auch kein Geld von Freunden leihen. Stattdessen habt ihr allen Grund, euch selbstbewusst auf eure eigenen Pläne und Ziele zu konzentrieren, denn darin steckt eine gute Energie.
Am 14. November wird endlich der Mars wieder direktläufig, und zwar bei euch im Geldhaus. Dann fließt der Geldfluss wieder, und falls nicht, könnt ihr säumige Leute selbstbewusst zur Zahlung auffordern. Sie werden dem nachkommen. Am 21. November geht die Venus in den Skorpion und setzt die Serie der schönen, inspirierenden und romantischen Aspekte für euch noch weitere 3 Wochen fort. Am gleichen Tag wechselt spätabends die Sonne in den Schützen und aktiviert dann für 4 Wochen den Karrierebereich eures Horoskops. Bis zum 27. November sind dann gute Tage für finanzielle Erfolge oder auch die Heilung eines finanziellen Problems. Danach wird es nochmal heikel, denn dann geht es auf den Vollmond mit der Mondfinsternis am 30. November zu. Der steht in Spannung zur Fischesonne und kann euch emotional sehr empfindsam und auch ein bisschen nervös machen. Vielleicht sind es auch die Menschen eurer Umgebung, deren Nerven flattern. Und weil ihr durch den Neptun in eurem Zeichen so durchlässig für die Energien eurer Umgebung seid, kann euch das schon verunsichern. Dann solltet ihr euch vielleicht gegebenenfalls ein bisschen zurückziehen. Vielleicht neigt ihr in den Tagen rund um diese Mondfinsternis dazu, eure Ausrichtung im Leben und eure Überzeugungen in Frage zu stellen. Tut das nicht. Ihr seid auf einem guten Weg und die Menschen, die euch lieben, stehen hinter euch. Und jetzt kommen wir zum Service-Teil mit der Verlosung und mit meinen neuen Terminen. Ab Mitte November habe ich wieder mehr Luft in meinem Kalender und kann euch wieder Beratungstermine anbieten. Wenn ihr gern mit mir persönlich über euer neues Jahr sprechen wollt oder ein anderes Anliegen habt, könnt ihr gern eine Beratung bei mir buchen. Eine individuelle Jahresvorschau und auch viele andere Themen gibt es auch als schriftliches Horoskop, als PDF. Das kann eine preiswerte Alternative zur Beratung sein und euch einen Überblick über eure wichtigsten Konstellationen verschaffen. Alle meine Produkte findet ihr auf meiner Homepage und ihr könnt auch zwecks Terminvereinbarung auf meinem Kundentelefon anrufen. Die Infos verlinke ich euch hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Mein Jahrbuch 2021 ist nun im Druck und es soll am 3. November fertig werden, genau wenn der Merkur wieder direktläufig wird. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an alle, die das Buch schon vorbestellt haben und mich damit unterstützen. Bereits erschienen ist mein schicker neuer Kalender mit den Mondphasen und den Tagesaspekten. Beide Produkte ergänzen sich auch ganz toll und ihr findet sie auf meiner Homepage unter Bücher. Den Link setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Der nächste Livestream mit Gewinnspiel findet am 30. Oktober um 21 Uhr statt. Dann reden wir über die besonderen Konstellationen des Halloween-Vollmonds und seine Geheimnisse und auch über die Konstellationen des Mondzyklus. Zum Gewinnspiel könnt ihr euch über meine Homepage anmelden und auch das verlinke ich natürlich unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir zur Verlosung im November und da könnt ihr eine individuelle schriftliche Jahresvorschau als PDF gewinnen. Wenn ihr mitmachen wollt, braucht ihr mir hier nur einen netten und konstruktiven Kommentar zu posten und abonniert bitte meinen Kanal. Wenn ihr ein Abo habt und die Benachrichtigungsoption anklickt, erfahrt ihr immer, wenn ich neue Videos hochlade. Falls ihr schon treue Abonnenten seid, empfehlt doch bitte meine Videos weiter und lasst es mich wissen. Hier geht's zum Kanalabo. Empfehlen möchte ich euch noch das neue Special über Lilith im Stier und begleitend auch meinen Beitrag über Uranus im Stier, Wind des Wandels. Auf den aktuellen Mondzyklus bin ich in dem Livestream Neustart in der Liebe eingegangen. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.